Das ist doch kein Fußballplatz hier, oder? Der 10-jährige George Tovmasyan nutzt die späten Abendstunden und die vom Lockdown leergefegte Fußgängerzone in Leer zum Trainieren. Jeden Tag. Die Rasenplätze sind überall wegen Corona dicht und hier ist Platz. Weil wenn wir zum Beispiel von zu Hause irgendwo gehen und da ist Straße, dann sind die Autos und der Autosrauch kommt immer an meine Nase und dann ist das nicht gut. Dann haben wir hier bei Fußgänger entschieden, dann hier ist auch ganz viel Licht und es ist hier nicht so viel Autos. Der junge Leraner mit armenischen Wurzeln spielt Fußball schon seit er 5 war. Derzeit ist er Stürmer bei der U11 vom VfB Oldenburg. Kein Training heißt auch kein Trainer, also springt sein Vater ein. Gemeinsam machen sie das Beste aus der Situation, auch wenn hin und wieder Passanten auf dem Fußgängerzonen-Spielfeld sind. Ich finde das toll, dass sie mich angucken. Mir schadet das nicht. Manche sagen auch, du machst das toll. Super. Sein Vorbild ist der armenische Nationalspieler Hendrik Mkhitaryan. Sein Lieblingsspieler ist Lionel Messi. Wie letzterer möchte George auch mal beim FC Barcelona spielen. Das wird klappen. So eine berühmte Fußballer sein, Profi. Wer bei geschlossenen Fußballplätzen im Lockdown lieber auf der Straße trainiert als gar nicht, könnte schon mal gute Voraussetzungen dafür haben. Nochmal, machen wir nochmal bitte.